Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich fucking gespannt, ey. Das ist echt Garuda. Alles scheint in diesen Raum zu führen. Sieh nur, Clive. Was denkst du, wie alt das ist? Nee, ist nicht Garuda. 1000 Jahre? Ifrit? Mehr? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Der Dominus des Feuers! Wer bist du? Oh. Was? Wie für die Zarena, oder? Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive! Joshua! Vergib mir. Ich flehe dich an. Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja,
Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann. Warte, was? Ich bin voll klein. Der ist noch rechtzeitig geschafft. Ja, fuck. Nein, zu weit weg. Nix da. Hä? Ey, ich bin zu weit weg. Ah, komm, Alter, der hat doch fast kein Ding mehr. Meine ich doch. Vorbei.
Oh, der kann Ifrits Power einsetzen. Verstehe. Du willst es also nachstellen. Ah, okay, ich muss es immer gleich machen, wenn er gerade am Brechen ist. Zusammen. Ja. Stellen wir uns der Vergangenheit. Ein für alle Mal. Oh, ich kann jetzt einen Limit Break machen. Alter, das ist halt einfach nur Gemetzel, ey.
so geil, Alter. Schatten überwunden. Sau geil, ey. Ey, diese Sequenzen sind einfach der Wahnsinn. Feuersplitter, da können wir uns noch die Feuerwaffe bauen. Was ist los? Jill. Schon gut. Geht wieder. Ich jage keine Schatten mehr. Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen. Okay. Clive, geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat, bin ich. Ifrit. Oh, Clive. Ich habe so viele Leben genommen und noch mehr zerstört, auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen. Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Ich muss es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Wir werden sie finden, du und ich. Ich will das auch alles wissen. Deiner Buße stellen wir uns später, gemeinsam. Danke, dass du das sagst. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht. Mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Nein, Clive. Das ist nicht wahr. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren
unverzeihlich. Und doch haben sie uns wieder vereint. Danke, Jill. Wenn er hier ist, dann war das, was ich im Kerr gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Na scheiße, der weiß irgendwas. Zeig dich doch wenigstens. Verdammte Penner. Währenddessen? Wozu Hölle sind wir? Schloss Darsborg, Republik Dalmekia. Titan, oder? Ja. Benedikt Askopf. Sag mir, wer das war, oder du wirst diesen Raum nicht verlassen. Der Bote hat... Er hat gesagt, dass... dass Sid ihn bezahlt hat. Ich lasse deine Sippe ihr Unwesen treiben und so willst du dich bedanken? Suche und finde ihn! Ich zerquetsche ihn, häute ihn, reiß ihm sein Herz raus, ihm und seiner verdammten Brut! Jeder einzelne von ihnen wird dafür bezahlen. Raus! Raus! Ja, Milord. Benedikta. Dachte ich mir doch, dass das der Schwopf ist. Aber den haben wir dann der Sid geschickt, Alter. Warum denn auch? Der Sinn des Lebens. War das eine 42 oder so? Ifrit ist erwacht. Gleich hat die Kontrolle über die Ester Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fertigkeiten wie zum Beispiel Feuerramme zur Verfügung stehen. Wie der Name schon ahnen lässt, eine Ramm-Attacke die Gegner zurückwirft und ihnen stetig Schaden zufügt. Außerdem ist die Limit-Rauschleiste jetzt verfügbar. Ifrit teilt sich die Plätze für Esper-Fertigkeiten mit Phoenix. Einen Blick erhältst du unter den Fertigkeiten. Die Limit-Rauschleiste befindet sich unter Clives LP-Leiste. Entfesselt Clive in der Besten verwandelt sich in einen halb erwachten Ifrit. Okay, wenn du die Leiste voll ist, so fühlt sich jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt wird und wenn du erfolgreich offensive und defensive Manöver durchführst. Halb erwachten Zustand hast du für die begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf. Angriffskraft und Geschwindigkeit sind erhöht. Lebenspunkte werden stetig regeneriert und Angriff durchbrechen die gegnerische Verteidigung. Und wohin jetzt? Zurück nach Eastpool. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Unter anderem über Lady Hannah. Ich weiß, dass sie bleiben will. Aber ich glaube, dass sie bei Sid sicherer wäre. Das stimmt. Wir sollten ein Treffen arrangieren. Irgendwas passiert doch. Knurrt? Torgal, was ist? Bestimmt nichts Gutes. Komm. Ah, shit. Da qualmt's dahinter, kann das sein?
Was geht hier vor? Kaiserliche. Das werdet ihr bereuen. Hey! Da sind noch welche! Was macht ihr hier? Antwortet! Ihr kennt die Befehle, keine Überlebenden! Wer würde so etwas befehlen? Oh Mann. Dachtest du könntest uns entkommen, was, Träger? Du wurdest als Slave geordnet und so stirbst du. Ja! Tötet alle herzoglichen Hunde! Hunde? Das waren unschuldige Menschen! War da denn noch ein Viech in der Luft? Oh Mann. Sie sollen brennen. Die Träger und alle, die sie verstecken. Auf Befehl der Kaiserin. So, runter mit dir. Kleiner Wettsack, ey.
Verzeiht mir, Lady Hannah. Das habt ihr nicht verdient. Keiner dieser Menschen hier. Was hast du getan, Mutter? Wir sind zu spät. Gav! Clive! Also hat das die Herzogin verbrochen, ja? Hier in Eastpool wurden Träger versteckt. Wir dachten, sie wären sicher, aber man muss sie verraten haben. Wenn wir sie früher zu uns geholt hätten, wäre das alles nicht passiert. Verdammt! Mutter hat Träger schon immer verabscheut. Weil Vater sie aufnahm, obwohl sie anderswo Sklaven waren. Weil eine Laune des Schicksals ihnen ihre Kräfte gab. Und deshalb dieses Blutbad? Sie wollten nur frei sein. Ein Wunsch, den diese Welt mit dem Tod bestraft. Doch wir werden das ändern. Gav, wir wollen helfen. Dachte, ihr hättet noch was anderes zu tun. Ja, aber das kann warten. Wenn das so ist, sagt ihr beide Sid das am besten persönlich. Er würde sich sicher freuen. In Ordnung. Und zwar schnell. Ich habe gehört, er plant schon wieder einen Ausflug. Was ist mit den Toten? Hey! Kann ich euch die Dorfbewohner anvertrauen? Natürlich. Wir werden sie beisetzen. Danke. Euch allen. Dann gehen wir. Ist euer Nest. Lord Kupka hat eine wichtige Nachricht und ich will sicher gehen, dass sie euch erreicht. Oha. Alter, es geht doch alles nur noch im Bach runter, oder? Verbrechen und Strafe. Also dann zu Sid. Wir haben viel zu besprechen. Ja. Aber an der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich Ifrit beschworen. Was heißt... Oh. Limitrausch. Ah, ein Limitrausch verstärken. Irrlicht. Beschwöre mehrere kleine kreisende Feuerbälle gegen Berührungsschaden. Feuerramme, ah, das ist das eine. Und das ist das, wo sie ja gesagt haben, wo ich mir mit Ding tausche, ne? Genau. Phönix, Garuda. Ausrüstung optimieren, empfohlene Esper-Fertigkeiten aktivieren. Empfohlen? Kämpft doch jeder anders da. Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.